En garde! Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Yep, das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Bereit für eine Partie Snick, Snack, Snuck? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, Schnack, Schnuck. Mist, der ist ja fest. Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Das sollte reichen. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Haha, ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum, ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Ich wollte wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist? Aber, hey, stopp!
Mist. Galef, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? So, das reicht. Ich komme jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu! Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur weil du es bist. Jetzt aber. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was? Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Eine tolle... Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janosch anschaut. Ihr Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein als befürchtet. Was für eine Witzfigur. Golds Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Die Bühne ist aufgebaut, die Show kann beginnen. Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet.
Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Galev mit reinschauen. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Lauf nicht weg. Keine Sorge, hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Hallo, Rekrut. Was gibt's? Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja, wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh, Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann rausch damit. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren. Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, ein Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution! Jep, das ist alles Teil des Plans. Hey! Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Black? Man kann ja gar nichts erkennen.
Das? Nur ein Gleck und das soll dein Plan schaden? Nein, nein, das ist nur das falsche Dia. Also, wenn du deine Truppen genauso wirst wie deine Wohlträge, dann gute Nacht. Janosch hat recht. Wir verschwenden nur unsere Zeit mit diesem Angeber. Oh, schade. Ich hatte mich so auf den Plan gefreut. Jetzt wartet doch mal. Das war doch nur ein Test. Es ist natürlich kein Klecks. Ja, was denn sonst? Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? Das ist ein Organon-Unterschlupf. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Wir müssen uns wehren. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow. Der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Unterschlupf. Oh, mein Bauch! Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot! Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Troll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Das ist eine Organon-Basis. Aha,
Und weiter? Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen uns wehren. So, so. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Hochgehen lassen und dadurch den... Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das... Nein, nein, ich mach das. Oh, oh. Genau. Was war... Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf der Ponia. Gol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Gol nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Es ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Gol zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Gol und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Golds zu daten. Aber Rufus! Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach Indocs Labor, ja? Sie steht auf mich.